Eine magische Handbewegung führt dem Körper ein Zaubermittel zu und siehe da, Schmerz und Leid sind gebannt, der Eindruck des Elends verwischt, die Leiblichkeit durch Wellen von Lust erschüttert. Als wären Not und Kleinheit des Ichs ein Albtraum gewesen, jetzt zeigt es sich. Das Ich ist doch der allmächtige Riese, für den es sich zutiefst immer gehalten hat. Das Ich regeneriert im pharmakologischen Rausch seine narzisstische Urgestalt, hat es doch, wie es nur dieser zukam, mühelos, Kraft seines Wunsches allein, eine großartige Realbefriedigung erzielt. Das Zaubermittel, von dem Rado hier spricht, ist das Rauschmittel. Das kann Alkohol, Kokain, Heroin, was auch immer sein. Das Wichtige aber dabei ist, dass den Substanzen gleiche, dass nämlich das Zuführen dieser Substanzen aufgrund ihrer Eigenschaften eine Rauschwirkung überhaupt ermöglicht. Rado hat auch den Begriff der Pharmakotymie geprägt, welcher ein Zusammenschluss der Drogensucht einerseits und der Zaubersucht andererseits ist. Denn, so Rado, jede Droge ist eine Art Zaubermittel. Die Droge und der Rausch lassen das Interesse an der Realität, an der Außenwelt schwinden bzw. verschwinden und das Ich und die Aufgaben, mit denen dieses eigentlich betraut war, treten in den Hintergrund. Dagegen bricht das hemmungslose Luststreben durch, alle im Hintergrund lauernden, unbefriedigten Triebe durch Fantasieren oder im taumelnden Tun zur Befriedigung heranzuziehen. Wer könnte es bezweifeln, dass ein Erlebnis dieser Art im Seelenleben die tiefsten Spuren hinterlässt? Dabei ist dann aber die Pharmakotymie nicht etwas, was einem befällt, wie eine Infektion oder gar ein Virus. Die pathogenen Mikroorganismen überfallen den Menschen unbekümmert um seine Wünsche und Absichten. Die Rauschgifte greifen ihn nur an, wenn er selbst sie absichtlich seinem Körper zuführt. Es stünde ja in seinem Belieben, es nicht zu tun. Aber nicht jeder pharmakogene Lusterfolg ist auch gleichzeitig ein Rauscherlebnis. So können zum Beispiel auch Medikamente einen solchen Lusterfolg ermöglichen. Der Rausch wäre dann aber die Reaktion des Ichs auf einen solchen Lusterfolg. Dahingehend hat dann der Rausch etwas zu tun mit der Urgestalt des Ichs, denn es gab eine Phase innerhalb der Entwicklung des Ichs, in der dieses an die eigene Allmacht glaubte. Nur hat die Erfahrung der Realität diese Allmachtsvorstellung Stück für Stück zerbrechen lassen, in den Hintergrund rücken lassen, schlafen lassen. Aber in Form des Rausches tritt diese dann eben wieder hervor. Dieser von Freud aufgezeigte Prozess ist als Reduktion der ursprünglichen Ich-Größe zu kennzeichnen. Es ist eine schmerzliche Operation und wird vielleicht nie vollkommen durchgeführt. Der Erwachsene sieht sich praktisch mit der Herausforderung konfrontiert, sein Selbstgefühl durch eigene Leistung zu regulieren. So wird die volle Anerkennung der Notwendigkeit eigener Leistung zum Grundsatz des reifen Ichs für die Befriedigung seiner narzisstischen Bedürfnisse, demnach für die Erhaltung des Selbstgefühls. Diese Entwicklungsstufe des narzisstischen Systems wollen wir die realistische Steuerung des Ichs heißen. Die Sucht ist dahingehend ein Verharren innerhalb der infantilen Position. Sie ist ein Kampf des Ichs gegen das Ich selbst, gegen die Einsicht der Ohnmacht. Sie ist ein Festhalten an der Allmacht, aber an einer passiven Form der Allmacht. Das Zaubermittel bzw. das Rauschmittel ermöglicht nun dieses ehemalige Erleben. Der Rausch erhebt das Ich durch Abkehr von der Außenwelt, von der Realität in die Position der Allmacht. Und der Teufelskreis beginnt dann bei dem, was gemeinhin als Kater bezeichnet wird. Die Gefühlslage der Initialverstimmung ist wieder zurückgekehrt, aber offenbar durch neue Momente verschlimmert. Hatte der Rausch die Ich-Größe ins Riesenhafte gesteigert und die Realität fast eliminiert, so tritt jetzt der umgekehrte Zustand ein, den die Kontrastwirkung noch verstärkt. Jetzt ist das Ich zusammengeschrumpft und die Realität erscheint in Überdimensionen. Die Regulierung innerhalb der Sucht ist aber eine Art der Selbstgefühlregulierung, die nicht an die Realität angepasst ist oder nicht auf die Realität bezogen ist. Es ist eine artifizielle Art der Selbstregulierung. Und erst die erneute Zufuhr des Rauschmittels reguliert dann das Selbst in Bezug zum Unbehagen, was aber natürlich bedeutet, dass das Ich in seiner eigentlichen Funktion zersetzt wird. Rado nennt das dann die pharmakotyme Steuerung, was aber auch bedeutet, dass mehr und mehr Libido von der Außenwelt abgezogen wird und einem selbstdestruktiven Masochismus Tür und Tor offenstehen.
Die Pharmakotomie zerstört den psychischen Aufbau des Individuums, lange bevor sie seinem physischen Substrat größere Schädigungen zufügt. Rauschgifte sind aber auch immer Potenzgifte und nicht selten hört man unter Männern jemanden kundtun, dass er unter Alkoholeinfluss länger vögeln könnte. So sehr nun das den einen oder anderen erfreuen mag, geht diese Entwicklung weiterführend am Ende aber nur in eine Richtung, nämlich in Richtung des Abzugs der Libido von der genitalen Lust hin zur pharmakogenen Lust und der Whisky-Dick, also das Phänomen, dass man keinen mehr hochbekommt, weil man zu viel getrunken hat, ist dabei einzig die nette Variante. Das Finale ist das Aufgeben der Sexualität und der Beziehung im Tausch gegen das Rauschmittel. Was man sofort sieht, ist, dass die pharmakogene Lustgewinnung ein künstliches Sexualregime einleitet, das autoerotisch ist und sich an das Vorbild der infantilen Onanie anlehnt. Der pharmakogene Lustvorgang rückt so an die Stelle der natürlichen Sexualexekutive. Der psychosomatische Genitalapparat mit seinen weit verzweigten Nebeneinrichtungen, den erogenen Zonen, wird stillgelegt und fällt infolge der Nichtbenutzung in seinem psychischen Stück der Atrophie anheim. An einem Brennpunkt des Lebens wird das Feuer allmählich ausgelöscht, um es an einer anderen, wieder natürlichen Stelle anzufachen. Die masochistische Haltung innerhalb der Pharmakotomie wird dann durch die Selbstdestruktion verdeutlicht. Das Ich statt dem Todestrieb im Außen auf sublimierter Weise Herr zu werden, führt ihn auf masochistischer, destruktiver Weise an sich selbst ab. Und der Kampf des Ichs gegen die Initialverstimmung ist dahingehend ein Kampf des Ichs gegen das Ich selbst, da Virado sagt, die pharmakogene Steuerung keine Erweiterung des Narzissmus ermöglicht, sondern einzig dessen Inflation.